24 Stunden Stream. Los geht's. Crazy. Der Wahnsinn geht wieder los. Aber ich bin gut eingedeckt. Ich habe hier ein kleines Tischchen mit Snacks und Getränken. Im Kühlschrank sind auch noch ein paar eisgekühlte Colas und so. Die Kaffees haben leider, ich habe mir so kleine Fertigkaffees, so kalte Kaffeebecher gekauft. Die haben leider nicht durchgehalten bis zum Stream. Aber ich kann mir auch normalen Kaffee machen, habe ich mir gedacht. Insofern. Hi, Miniki Cookie. Wie geht's? Hab gerade mal einen Tag vorgespult, um endlich das Geheimnis. Um endlich das Eigenheim, um noch mehr zu kriegen. Falls du also jemand besuchen magst, sag Bescheid. Ein Tag vorgespult? Geht das noch bei dem Animal Crossing? Na gut, aber auf jeden Fall, schauen wir mal, was wir heute alles noch so machen können. Ich habe um Mitternacht kurz gestartet und das Tutorial gemacht, quasi, aber nicht lange. Und jetzt können wir heute mal unseren kleinen Teil der Insel erkunden und schauen, was wir schon alles machen können. Ich bin gespannt. Ich habe ein Abo geschenkt bekommen. Cool. Wahrscheinlich könnte möglich sein von der Tobi. Der echte Tobi, der hat ordentlich Abos verteilt beim letzten Mal. Möglicherweise. Hi Metatron, wie geht's? Was kann man in den Systemeinstellungen machen? Ich will das ehrlich gesagt vermeiden, aber der Stream geht ja eh lang genug, dass wir morgen nochmal in Animal Crossing reinschauen können. Moment mal, ich habe gar keinen Spielsound auf den Ohren. Moment. Okay, passt. Jetzt höre ich was. Hi Felix, wie geht's? Oh, starten wir das Spiel einfach mal. Hi Nadi. Das ist ja ein sehr gemütliches, chilliges Spiel. Da leuchtet was im Boden. Ich brauche eine Schaufel. Das heißt, ich kann sehr viel in den Chat gucken, auch währenddessen. Oh, gibt's eine Durchsage? Test, Test. 1, 2, 3. Habe ich auch gerade gemacht. Hallo, Mitei. Ach du liebe Güte, tut mir leid. Puh, das war laut. Hallo miteinander. Ab heute gibt es Inseldurchsagen zu allem, was sich auf unserer kleinen Insel gerade so tut. Ich werde Ankündigungen machen, die sehr wichtig für das Leben auf der Insel sind. Also Ohren auf. Ja, ja. Und zu Beginn starten wir gleich mit einer großartigen Ankündigung. Der Flughafen von Squidtopia ist eröffnet. Flughafen? Ah, damit kann man quasi, okay, ab heute ist es möglich, andere Inseln über eine Online- oder lokale Verbindung zu besuchen. Yeah. Du versuchst heute mal, ich versuche auch durchzuhalten. Aber ich sag gleich, also wir werden bestimmt mehrere Pausen machen, weil sonst sterbe ich einfach, das ist klar. Und wenn es irgendwann in den frühen Morgenstunden oder morgen früh quasi nicht mehr geht, dann machen wir auch mal eine längere Pause, 2 Stunden oder so, kurzer Powernap und dann geht's weiter. Aber grundsätzlich so mehr oder weniger am Stück 24 Stunden sind auf jeden Fall, wird's auf jeden Fall geben. Aber vielleicht mit Unterbrechungen. Aber schauen wir mal. Ah, guckst du direkt während der Dialyse, ne? Dann bist du wenigstens abgelenkt, hoffentlich. Dann hat das um 24 Uhr noch als vorheriger Tag gezählt. Oh, das ist cool, The Cludo. Das ist ja nett, das ist cool. Ja, wer weiß, ne? Es muss ja nicht, obwohl eigentlich sollte es schon sein, dass auch die Zeit an unsere Zeit... Aber vielleicht erst bei Sonnenaufgang, wer weiß, ist ja wurscht. Naja. Ah, die Vornamensänderung ist offiziell durch. Nina lese ich. Cool. Okay, Glückwunsch. Schön, dass das endlich geklappt hat. So. Ab heute ist es möglich, andere Inseln über eine Online- oder lokale Verbindung zu besuchen. Und das ist noch nicht alles. Der Flugschalter dient außerdem als Postamt. Ja, ja. Und wie auch das Service Center ist der Flughafen ebenfalls 24 Stunden am Tag geöffnet. Schaut mal vorbei. Das war alles. Ich wünsche allen einen fantastischen Tag auf Squidtopia. Ich auch. Ich auch. Ich bin übrigens, falls es euch irritiert, ich habe
das Fenster noch offen, damit ich noch ein bisschen Tageslicht abkriege, bevor die lange Nacht beginnt. Deswegen bin ich von der Seite ein bisschen krass überbeleuchtet. Aber da müssen wir jetzt alle durch. Passt! You got mail. Ein Brief von Mama. Mein lieber Sepuloni, jedes Mal, wenn ich ein Flugzeug sehe, muss ich an dich denken und winke ihm hinterher. Jedem Flugzeug winkst du hinterher. Bisschen komisch. Ich wusste gar nicht, dass der Flugverkehr hier so stark ist, dass mir der Arm schmerzen würde. Einen guten Start wünsche ich Mama. Mama? Und was kriegen wir geschenkt? Achso, das Briefpapier haben wir geschenkt bekommen, oder wie? Nee, haben wir denn bekommen? Ein Geschenk. Müssen wir mal aufmachen. 3 Pfirsiche. Oh, cool. Die Pfirsiche kann ich pflanzen. Dann wachsen Pfirsichbäume. Aber jetzt brauchen wir erstmal eine Schaufel. Besser überbeleuchtet als unterbelichtet. Überbelichtet als unterbelichtet. Genau. Einigermaßen abgelenkt nach 1,5 Stunden. Achso, die Dialyse. Aha. Kannst du erklären, worum es in Animal Crossing geht? Ja, das ist relativ schnell erklärt eigentlich. In dem neuen Animal Crossing lebt man auf einer kleinen einsamen Insel. Am Anfang zusammen mit 2 Nachbarn und dem Veranstalter. Und dann läuft man rum und schüttelt Bäume und grabt Löcher, gräbt Löcher und fängt Insekten und Fische und hat ein gemütliches, entspanntes Inselleben. Und das Ganze steigert sich immer mehr. Es eskaliert immer mehr, kann man, glaube ich, fast sagen. Am Anfang haben wir so gut wie gar nichts und nach kommen neue öffentliche Gebäude. Dann kommt das Museum, das eins meiner Lieblingsfeatures ist. Aber vor allem redet man viel mit den Nachbarn. Und jetzt gibt es neuerdings auch ein Crafting-System und so eine Art Achievement-System. Bin gespannt, wie das ins Spiel passt und so. Aber jetzt brauchen wir erstmal Werkzeuge, weil momentan kann ich wirklich nichts machen, außer Bäume schütteln und Sachen vom Boden aufheben. Das ist ein bisschen wenig. Ich hätte gern zumindest eine Schaufel oder so. Hey, da sammelt auch wer Holz. Hallo. Na, Wedel. Fleißig am Rocken. Erzähl mal was. Bei Tom Nook kann man sich für einen Schnupperkurs anmelden. Ah ja, genau, das Basteln lernt man bei Tom Nook. Alles klar. Hey, Metatron. Nee, warte mal, Metatron hatten wir schon. Desert Railgun wollte ich sagen. Hallo. Und hallo auch an Render. Wie geht's? Sprich, wie man aus Steinen, Ästen und anderen Fundstücken krassen Kram zusammenschustert. Ich finde die Bella voll cool. Seitdem ich bei dem Kurs mitgemacht habe, hat mich das absolute Do-It-Yourself-Fieber gepackt. Du wärst bestimmt auch schnell begeistert. Hä? Was stehst du hier noch rum? Los, auf zu Tom Nook. Ich bin schon dabei. Ich war da gestern schon. Ich habe da nur nicht mehr weitergemacht, weil ich mir gedacht habe, das heben wir für den Stream auf. Ja, genau, mach das. Wir können uns nachher gegenseitig besuchen. Das ist auf jeden Fall cool. Das ist, glaube ich, die Fundkiste, oder? Oh, wie konnte ich das vergessen? Ich muss dir noch erklären, wofür die Kiste gut ist. Das ist die Krimskramskiste. Und sie steht jedem Einwohner zur Verfügung. Die Leute legen hier Sachen hinein, die sie nicht mehr brauchen. Dort landen auch Items, die bei Bauarbeiten aus dem Weg geräumt werden müssen. Ja, ja. Wenn dir etwas aus der Kiste gefällt, nimm es ruhig mit. Wenn die Kiste voll ist, wird das älteste Item darin entsorgt. Also warte nicht zu lange. Hm. Ach, guck mal. Da liegt ein Karton. Einfach so ein Karton. Gratis Karton. Ich habe zwar noch keine Katzen. Ich weiß nicht, ob es Katzen gibt in Animal Crossing. Als Mitbewohner auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich nicht als Haustier. Aber so ein Karton ist immer gut. Stimmt's? Willkommen, Sepuloni. Was kann ich heute für dich tun? Ich will was kaufen. Moment mal, ich habe gar keine Sternis. Ah, das wird knapp. Ein Eimer und ein Stuhl. Aha. Eine Angel. Ein Käfernetz. Eine Gießkanne. Eine Steinschleuder. Mehr gibt's hier leider nicht. Aber ich kann ja vielleicht auch Werkzeuge selber craften. Gelbhyazinthe. Pfingstveilchen. Was für Bäume haben wir hier? Nadelbaum. Und normaler Setzling. Mein erstes Bastelbuch. Das klingt wichtig. Nee, ich möchte nix momentan. Ich möchte jetzt mal hier Craft-Tutorial machen, bitte. Das wäre gut.
Ah, Sepoloni, du hast das nötige Material gefunden. Also dann, bauen wir uns eine Angel. Yes! Ja, ja. Wähle am Anfang ein Projekt an der Werkbank aus. Versuch's mal. Angel. Brauche ich Äste herstellen. Ja. Ich spare mir erstmal 5000 Meilen für das größere Inventar zusammen. Das ist auch eine gute Idee. Die Wackelangel ist fertig. Genau, perfekt. Wie du siehst, ist Basteln ganz einfach, solange du eine Anleitung hast. Und das war auch schon die Einführung ins Basteln. Oh, eine Sache noch. Hier sind noch ein paar einfache Anleitungen, kostenlos natürlich. So natürlich ist es bei dir nicht, Tom Nook. So natürlich ist es wirklich nicht. Ich schicke sie dir einfach auf dein Nook-Phone. Kannst du es bitte kurz rausholen? Genau, das Nook-Phone haben wir heute Morgen Mitternacht schon noch bekommen. Mit ganz vielen neuen Features für die Animal Crossing-Reihe, die es vorher noch nicht so gab. Ausgezeichnet! Die App Bastelanleitungen ist nun auf deinem Nook-Phone installiert. Und die Wackelangel, oder die Wackeangel eher... Nee, stimmt schon, die Wackelangel, die du gerade gebastelt hast, darfst du auch behalten. Waren ja auch meine Äste und meine Arbeit. Warum sollte ich die nicht behalten? Die sollte dir gute Dienste leisten. Eine Weile lang zumindest. Eine kleine Weile. Wo wir von Angeln sprechen. Ich bin kein Meisterangler, aber einen Tipp kann ich dir geben. Meiner Erfahrung nach solltest du beim Auswerfen der Leine vor dem Schatten eines Fisches zielen. Ja, ja. Wenn du etwas fängst, würde ich es gerne sehen. Die örtliche Fauna interessiert mich sehr. Okay. Können wir noch was basteln? Etwas herstellen. Schauen wir mal. Okay. Ah, ich kann ein Käfernetz machen. Aber anscheinend, wie in Breath of the Wild, haben die jetzt quasi so Item Durability eingeführt. Wahrscheinlich. Worauf spielst du gerade? Auf der Nintendo Switch. Das ist auch Switch-exklusiv, das Spiel. Bauen wir noch ein Käfernetz. Die sammle ich nämlich jetzt schon, damit ich die später alle in einem Schwung ans Museum spenden kann, wenn wir das mal haben. Das wird cool. Und solange sind sie meine Haustiere. Der Wackelkescher ist fertig. Weitermachen. Ach, machen wir auch ein Lagerfeuer, oder? Nee, da haben wir nicht genug Äste. Aber ich habe gestern noch zwei Rezepte bekommen. Und zwar den Blättchenschirm. Den lernen wir jetzt mal. Ich weiß jetzt, wie man einen Blättchenschirm herstellt. Und die Karte explodiert. Die zerstört sich nach Lesen selbst. Das ist so eine geheime Bastelanleitung. Und die Befehlswerkbank. Befehlswerkbank? Ich glaube nicht, dass das da stand. Behelfswerkbank. Die können wir jetzt auch herstellen. Aber wahrscheinlich nicht mit den Rohstoffen, die wir momentan haben. Kann ich mir vorstellen. Oh, der ist ja nett. Den kann man, glaube ich, wirklich auch so als Accessoire ausrüsten. Dafür bräuchten wir sehr viel Unkraut. Unkraut können wir sammeln. Hartholz? Eisenerz? Boah. Keine Ahnung, wie das geht. Naja, du musst erst 5 Sachen genug geben. Ah, dann kommt Eugen am nächsten Tag. Okay, cool. Und dann darfst du 15 Sachen spenden. Okay, das ist cool. Dann geht das relativ schnell, dass der kommt quasi. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Geld verdienen. Ich schaue jetzt mal in unser Nook-Bone, das wir bekommen haben. In die... Wo sind sie denn? Die Nook-Meilen. Das ist quasi das Achievement-System. Ich habe schon einige Sachen gestern Nacht noch erledigt. Also 2. Aber die habe ich noch nicht abgeholt. Und zwar zum Beispiel Squidtopia in Sicht. Vielen Dank für die Teilnahme an Nooks Reise für die Insel-Paket. Für den Flug zur Insel erhältst du deine ersten Nook-Meilen. Das kriegt man quasi einfach nur fürs Spiel starten im Grunde. 500 Nook-Meilen. Das ist ja gar nicht schlecht, oder? Und dann habe ich da unten noch irgendwas. Ah ja, Fotofreund, weil ich schon ein Foto geschossen habe. Gefällt dir die Kamera-App? Wunderbar. Nook Inc. erlaubt die freie Verwendung von auf der Insel entstandenen Fotos. Also teile dein Inselleben mit der Welt da draußen, damit alle neidisch auf dich werden. Na dann. Okay. Seid ihr schon neidisch? Weil ich so tolle Fotos machen kann? Moment, ihr habt es noch gar nicht gesehen, wie tolle Fotos ich machen kann. Passt schon. Einige Einträge auf deinem Pass kannst du jederzeit selbst anpassen.
Das habe ich schon gemacht, genau. Wer sein Ausweisdokument so auf dem neuesten Stand hält, wird mit den begehrten Nukmalen belohnt. Ja, ja. 300. Cool, jetzt haben wir über 1000 Nukmalen. Vielleicht können wir dafür sogar schon was kaufen. Schauen wir mal, was gibt es denn für Achievements? Jeden Tag auf der Insel. Die Insel gefällt dir. Das ist gut, denn je mehr Tage du hier aktiv bist, desto mehr... Okay, täglich einloggen, meinen die damit. Ich verstehe. Erstes eigene Design. Ja, unsere eigenen Designs machen wir nachher auf jeden Fall. Ich versuche, einen Landsquid zu zeichnen. Das wird unmöglich und der wird hässlich aussehen. Aber wir werden es versuchen. Du weißt, dass du Möbel im Freien aufstellen kannst. Als Anreiz bietet Nook Inc. Meilen für alle, die unsere Insel mit vielen Möbeln schmücken. Also 10 Sachen draußen aufstellen. Das ist gut. Was für ein Brett? Der erste Eintrag auf dem schwarzen Brett muss belohnt werden. Okay, also mit Meilen natürlich. Denn der Schlüssel zu einer erfolgreichen Gemeinschaft ist Kommunikation. Die haben wir schon vermöbelt. Die Grundlage für ein schönes Zuhause sind Möbel. Ich find's lustig. Umgib dich mit möglichst vielen. Genau, 5. Ich muss nur noch ein Möbelstück in meinem Zelt platzieren. Dann kriegen wir schon wieder mehr Nukmalen. Wer viele Muscheln verkauft, erhält viele Nukmalen. Und auch möglichst viele Sternis dabei zu verdienen. Um auch möglichst viele Sternis dabei zu verdienen. Merkt ihr, welche Muscheln am meisten wert sind? Nehmen einfach alle, oder? Ist doch wurscht. Hi, gestafft. Wie geht's? Hab mir schon den NES-Link gemalt. Der Filter, der über Designs liegt, ist aber minimal nervig für Pixelart. Das habe ich mir gedacht. Das hat man schon in dem Trailer gesehen, dass die so weich gezeichnet werden. Ne? Die haben irgendeine Art Kantenglättung, die Designs, die man macht. Was eigentlich cool ist für gewisse Gemälde, die man so zeichnet. Aber ich habe mir schon gedacht, Pixelart geht wahrscheinlich nicht mehr so gut. Schade, dass man den nicht optional irgendwie ein- und ausschalten kann. Aber weil sonst ist es natürlich super, wenn man so Pixelfiguren nachpixelt im Grunde. Mir geht's auch gut, Gustav, danke. Meistergärtner, je mehr Blumen hier wachsen, desto schöner. Okay, Blumenpflanzen, begehrte Nukmalen. So, basteln. 5 Sachen basteln. Für die Bastelanleitung, die du erhältst. Ah, Rezepte sammeln, okay. Soziales Tier. Wenn die Bewohner sich möglichst viel grüßen, am besten solltest du jeden Tag all deine Nachbarn zumindest einmal kurz Hallo sagen. Das machen wir. Ich dachte, das habe ich schon mit Bella gemacht, aber anscheinend musste ich jetzt quasi erst das Bastel-Tutorial abschließen. Verdien dir Meilen, indem du Krabbeltiere fängst. Genau, Käfer fangen und angeln. Ja, was man halt so macht. Häufig gebastelte Dinge kannst du als Favoriten markieren, so wird das Basteln sehr viel komfortabler. Kann ich manche Sachen auch, kann ich die ohne Werkbank bauen? Jetzt sammeln wir mal Unkraut. Unkraut ist zum Glück momentan überall. Da haben wir gleich die 15 zusammen, die wir brauchen. Das war gerade eigentlich sehr schönes Unkraut, oder? Die großen Unkrautfelder sehen eigentlich toll aus. Die gefallen mir sogar. So. Ach so, nee. Spielst du nur Animal Crossing in dem Stream? Nee, das würde ich 24 Stunden. Ich habe es mal versucht mit Resident Evil 4, weil ich das Spiel wirklich sehr gern mag, einen kompletten 24-Stunden-Stream zu machen. Aber ich glaube, nach 14, 15 Stunden bin ich einfach wahnsinnig geworden und habe nichts mehr geschafft. Ich muss ganz viel Abwechslung haben. Deswegen habe ich sehr viele Spiele zusammen gekauft, extra für den 24-Stunden-Stream. Ganz viel kleine Sachen. Ich habe auch viele Keys von ganz kleinen Indie-Spielchen bekommen. Die Resident Evil 3 Demo werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Ich habe Outer Wilds mir geholt extra. Und. Ganz viel. Ganz viel unterschiedliche Sachen werden wir spielen in den nächsten 24 Stunden. Ich werde immer jedes Spiel im Grunde so lang spielen, wie es mich motivieren und bei der Stange halten kann. Das ist das A und O beim 24-Stunden-Stream. Einfach durchhalten. So, der Eingang von Kokolint ist offen für Freunde, die mich besuchen mögen. Cool, dann kann ich später auf jeden Fall mal vorbeischauen. Hallo, Fichtenholz, wie geht's? Hast du Fallout 1? Also grundsätzlich natürlich schon, aber ich habe nicht vor, das heute zu spielen. So. Ich will was herstellen.
Nämlich den Unkrautschirm. Achso, ich hätte gleich noch... Ach, verdammt. Hätte ich noch einen Ast für ein Lagerfeuer gleich sammeln können, wenn ich schon hier reingehe. Vielleicht beim nächsten Mal. Der Blättchenschirm ist fertig. Weitermachen. Nee, ich will gar nicht weitermachen. Ist das da hinten eigentlich irgendwie ein Luftballon? Da auf der Werkbank? So ein kleiner Luftballon mit einem Bastelzeichen? Verstehe ich nicht. So, schauen wir mal, was wir für unsere Nukemeilen eventuell kaufen können. Willkommen beim Nuke-Portal, einen Multifunktional-Terminal von Nuke Inc. Einmal pro Tag erhalten Sie für den Zugriff auf das Nuke-Portal Bonusmeilen. Zweiter Tag in Folge. Es ist jetzt tatsächlich der zweite Tag. Also von Mitternacht bis 1, wo ich das Spiel zum ersten Mal gestartet habe, war quasi noch gestern. Dann war da noch Winter, technisch gesehen, oder? Weil heute ist ja erst Frühlingsanfang. Bitte wählen Sie einen der folgenden Service aus. Nuke Shopping. Ein Gartenzwerg. Ach, da braucht man Sternis? Ich dachte, hier kann man Bonusmeilen ausgeben. Für was? Wo gebe ich denn dann meine Bonusmeilen aus? Oh, nachdenklich. Ist das ein Lied? Ist das Musik? Das ist ja cool. Aber, kriege ich denn dann Bonusmeilen? Beziehungsweise, ja. Ich rede mal nochmal mit Nuke. Satisfactory habe ich auch nicht vor, im Stream jetzt zu spielen. Nee. Ich spiele nur neue Sachen eigentlich. Fast nur neue Sachen. Das mit dem Bonusmeilen kommt später. Ach so, okay. Also, Poloni, hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Alles gut. Aber da zögert er nicht um Hilfe, weil das haben wir schon mal gelesen, glaube ich. Oder ich zumindest. Weiß auch nicht. Dann gehen wir jetzt mal zu unseren Nachbarn. Sagen wir mal Hallo zu unseren Nachbarn. Vielleicht finden wir auf dem Weg... Oh, da ist schon was. Achtung, ein Schmetterling. Jetzt brauchen wir unser Netz. Irgendwie kann man doch bestimmt schneller jetzt Werkzeuge wechseln, oder? Wie benutze ich denn das? Ah, ja. Yes. Oho. Ein Kohlweißling. Von dir lasse ich mich nicht verkohlen. Ja, jeder Fisch und jedes Insekt hat in guter alter Animal Crossing Tradition einen schlechten Wortwitz. So wie das sein muss. Finde ich super. Schade, dass ich keine Schaufel bekommen habe. Eine Schaufel hätte ich wirklich gern gehabt. Ah! Links, rechts mit dem Steuerkreuz einfach. Das ist so komfortabel. Finde ich großartig. Man darf also gespannt sein. Ich ist auch Doom eine der neuen Sachen. Doom ist mit dabei. Aber ich sag schon mal, damit es keine Enttäuschung gibt, vielleicht nicht unbedingt das Doom, das manch einer erwarten würde. Okay, hallo. Wie oft laufen wir uns denn heute noch über den Weg? Moment, wo ist die versteckte Kamera? Ich wollte nur mit dir reden. Alter Falter Verwalter, da hast du ja einen hammerharten Regenschirm am Start. Wedel, dir die Anleitung anzuvertrauen hat sich total gelohnt. Das Teil sieht echt episch aus, Gänseblümchen. Und wenn die Sonne lacht, schützt dich das Teil vor der UV-Strahlung. Oder meinem Blumenregen. Sag an, was gibt's dieses Mal, Wedel? Ich will plaudern. Ich bin hier aus einer Laune hergezogen. War eine echte Nacht- und Nebelaktion, Wedel. Leider habe ich Eumelin vergessen. Was? Leider habe ich Eumelin vergessen, mir ein paar Sternis einzustecken. Vielleicht komme ich ja an Kohle, wenn ich bei Nepp Obst, Unkraut und so Zeugs verticke. Genau, das wurde mir erklärt im Tutorial. Doom ist Doom, genau. Das wurde mir im Tutorial erklärt. Die kaufen auch Unkraut an, als Aktion für Aufräumen quasi im Grunde. So wird das erklärt. Der Schlepp. Hui, Sepoloni, schön dich zu sehen. Was macht das Inselleben? Ach, da fällt mir ein. Hast du schon Erfahrung mit dem Nuke-Portal im Service Center gemacht? Ja. Das ist absolute Pflicht. Man muss es bloß einmal am Tag nutzen, um tolle Nuke-Meilen zu sammeln. Und wenn man das mehrere Tage hintereinander macht, gibt es sogar noch mehr Meilen auf einmal. Na dann. Warte mal, ich kann was mit dem Schirm machen. Ah, ich verstehe.
Ich kann den einfach drehen. Ist übrigens mein Avatar nicht super? Wie aus dem Gesicht geschnitten, oder? Perfekt. Ich finde schon. Es gibt auch Bärte. Die habe ich nur noch nicht. Oh. Das ist ein Monarchenfalter. Komm her. Der ist zu schnell. Der ist zu schnell für mich. Ah, gut. Oho. Ein Schwalbenschwanz. Zwitschern die nicht immer zu zweit zwischen zwei Zweigen? Ach ja, genau. Ich wollte ja noch unseren anderen Bewohner besuchen. Den Ninja-Hasen. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber mir fällt der Name nicht ein. Der Philipp, genau. Hallo, Philipp. Yo, Sepuloni. Ich habe für mein Zelt eine echt gute Stelle erwischt. Danke für die Ermutigung. Wir sollten uns weiterhin gegenseitig unterstützen. Mit einem Freund ist alles einfacher. Hoppla, hopp. Ach ja. Ich habe hier was für dich. Als Dankeschön für deine Hilfe mit dem Zelt. Hoppla, hopp. Oh, eine Mütze. Wir haben noch keine Mütze. Dieser Safari-Hut ist perfekt für Squidtopia. Probier ihn mal, indem du X drückst und deine Tasche öffnest und ihn damit A auswählst. Wähle dann tragen. Später kannst du ihn jederzeit wieder loswerden, falls er dich beim Trainieren stört. Beim Trainieren stört. Oh, warte mal, mein Handy vibriert. Warum? Ach, ich habe wieder Nukmalen freigeschaltet. Super, dass man jetzt schon so viel Nukmalen kriegt und ich habe keine Ahnung, was ich damit eigentlich bis jetzt machen kann. Soziales Tier. Begrüßt das, wenn die Bewohner sich möglichst viel grüßen. Am besten sollten sie das jeden, haben wir eh schon gelesen. Dankeschön. 300 Nukmalen. So, dann schauen wir uns mal die Mütze an, die wir bekommen haben. Der Safari-Hut. Oh yeah. Der passt doch wunderbar zu unserem Schirmchen. Naja, nicht wirklich. Ich sammle mal ein bisschen Unkraut und so. Das wächst eh wie Unkraut normalerweise. Ich will mal ein bisschen was verkaufen, damit wir Geld haben. Oh, hallo, Werderhock sehe ich jetzt erst. Wie geht's? Ich weiß nicht, ich hoffe, dass der nicht hängt. Wäre doof. Oh, ob ich mit der Angel bis darüber komme? Könnten wir mal fischen versuchen, aber das ist schon weit. Wenn Angeln noch genauso funktioniert wie früher, dann haben die Fische ungefähr quasi so ein Sichtfeld und müssen den Bommel im Wasser sehen. Sonst geht's nicht, sonst beißen die nicht an. Ich glaube, den kriegen wir nicht. Aber während ich noch ein bisschen Unkraut pflücke... Oh ja, da ist noch ein Schmetterling. Gleich zwei! Yeah, die können wir dann verkaufen. Jetzt komm her. Yes. Also was heißt verkaufen, aber Noob geben quasi. Genau, Neustarten hilft in der Regel. Hoffentlich, außer es liegt wirklich an mir. Hängt bei mir auch. Nein! Das ist nicht gut. Nee, das geht nicht. Da müssen wir rausfinden, woran das liegt und müssen das beheben. Wenn das so ist, finde ich das nicht in Ordnung. Ja, es könnte jetzt... Schauen wir mal, ob das hilft. Der Laptop wird nämlich ziemlich heiß beim Streamen und ich habe vergessen, das Cooling Pad anzumachen. Das könnte tatsächlich sein, dass der zu heiß geworden ist. Twitch sagt gerade, dass ich keine Probleme habe. Also Streamlabs. Schauen wir mal kurz, ob es jetzt besser wird. Haltet mich auf dem Laufenden, wie es mit den Hängern aussieht, weil ich will keine Hänger im 24-Stunden-Stream. Ich meine, wir haben jetzt 24 Stunden Zeit, den Fehler zu korrigieren, wenn es ist. Hängt nur das Bild vom Spiel, hört ihr mich trotzdem? Hallo, Airata, wie geht's? Weil wenn es
wenn nur das Spiel hängt, aber ihr mich trotzdem hört, dann ist vielleicht einfach... Dann stecke ich mal die Switch neu an. Suchen wir das mal. Warte mal ganz kurz. Ja, jetzt schauen wir mal, ob das geholfen hat. Halt, da war schon wieder so ein Flimmern im Bild. Das hatte ich jetzt schon mal. Ist das komisch. Aber jetzt schauen wir mal. Vielleicht geht's jetzt. Ich habe jetzt auch mal den Browser aufgemacht, damit ich selber ein bisschen mitschauen kann. Okay. Ein Kohlweißling, von dem lassen wir uns nicht verkohlen. Vielleicht Anschluss dreckig. Ja, mal schauen, ob das jetzt... Ich habe jetzt ausgesteckt, ausgepustet, wieder rangesteckt. Vielleicht hat es geholfen, hoffentlich. Schauen wir mal. Momentan sieht es okay aus, oder? Bei mir zumindest jetzt hier im Kontrollbild. Naja, haltet mich bitte wirklich im Chat auf dem Laufenden, ob es nochmal Fehler gibt. Wie gesagt, wir haben in Zeinus noch 23,5 Stunden, um das zu beheben. Ein Zitronenfalter, sei nicht sauer, weil ich dich gefangen habe. Haha, Schenkelklopfer. Ist noch einer? Wie können wir da jetzt gleich zu Nook dann bringen? Yes, da ist ein Fisch. Endlich können wir mal angeln. Wenn du denkst, dass der Laptop zu heiß wird, kannst du dieses Tool hier... Nee, ich weiß, dass der super heiß wird. Das ist leider von Anfang an ein Problem mit dem blöden Ding. Ist grundsätzlich so ein Laptop-Problem, aber das ist... Der wird sogar sehr heiß. Eigentlich reicht das Cooling Pad, das ich habe, gar nicht mehr. Oft. Das ist echt ein Problem. Konzentration. Ah, jetzt beiß an. Ach, komm schon. Gibt's ja nicht. Aha. Ja. Eine Karausche. Karausche mit dir aus dem Wasser. Karausch mit dir aus dem Wasser. Den verstehe ich nicht. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Das könnte ich machen. Wärmeleitpaste. Aber das hatte der schon nach einem halben Jahr, nachdem ich den hatte. Also wahrscheinlich. Ich habe auch gelesen, dass der einfach nicht so gut verarbeitet ist und dass das bei ganz vielen ein häufiges Problem ist. Leider. Hey, kann ich eigentlich meine Sachen auch einfach wegstecken? Ja, weil sonst kann ich gar keine Bäume schütteln, glaube ich. Oder warte, das muss ich jetzt nochmal testen. Nee, ich glaube wirklich nicht. Oder ich habe mich nur verdrückt. Na, aber trotzdem, das ist der gleiche Knopf wie Werkzeuge. Naja. Oh, das ist aber ein dicker Fisch. Bin gespannt. Ah, komm schon, Fischi. Nein, schwimm nicht so weit rüber. Schwimm nicht ans andere Flussende. Da kriegen wir dich nicht. Oh, das könnte... Komm schon, Fisch. Ah, Fisch. Sei doch nicht so. Okay, warte mal. Kriegen wir hin. Ah, so nicht. Das ist gut. Der ist gut gewesen. Ja, er hat die Witterung aufgenommen. Brauchen wir nur Geduld und... Reaktionsfähigkeit. Ja. Die Demo von Resident Evil 3, die spielen wir auf jeden Fall noch, ja. Miese Brise, wenn du verstehst. Hi Apfel.
Wieso eigentlich der 24-Stunden-Stream? Wieso der ist? Weil im letzten Monat 1000 Euro durch Fansupport zusammengekommen ist. Und immer wenn das passiert, gibt es einen 24-Stunden-Stream. Genau. Puh. Katzenhaare. Überall Katzenhaare hier drin. Es ist furchtbar. Habe ich neulich bei meiner Playsy auch gemacht. Hat Wunder gewirkt. Ah, die ist jetzt so leise. Ja, ja. Da denkt man immer nicht dran, aber das stimmt schon. Auch bei den Konsolen schadet das gar nicht, wenn man die mal aufmacht und Pastleite-Wärme einfügt und aussaugt und so. Auspustet besser. Ein Barsch. Abmarsch, Barsch. So viel Unkraut. Aber das Unkraut ist schön in dem Spiel. Das war auf dem GameCube damals und so echt hässlich. Da wollte man das wirklich nicht haben. Aber hier ist es fast so, dass ich mir denke, könnte man auch stehen lassen. Hat was. Sehr schönes Unkraut. Hallo, Breath of the Bockwurst. Der Stream hat vor 38 Minuten begonnen. Ist begonnen, hat losgelegt. Was? Das heißt, wir haben... Und ich bin jetzt schon so verwirrt. Das heißt, wir haben noch... über 23 Stunden vor uns. Doch, ich kann Bäume schütteln, auch wenn ich Werkzeuge in der Hand habe. Okay, gut zu wissen. Das sind nette kleine Komfortfunktionen. Das ist super. So, jetzt gehen wir mal zu Luke. Jetzt haben wir ein bisschen was zu verkaufen. Der wollte doch ein paar von unseren gefangenen Insekten und Fischen sehen. Zeigen wir ihm jetzt noch ein saurer Zitronenfalter. Oh, Moment, ich kann nicht mehr tragen. Was soll ich damit machen? Ja, dann freilassen. Ist ja wurscht. Wir haben genug jetzt erstmal. Können wir irgendwann Just Chatting machen, wo wir Fragen stellen können und so? Im 24-Stunden-Stream? Das wäre bestimmt eine Idee auf jeden Fall. Ich habe vor, dass wir auch irgendwann, wenn ich keinen Bock mehr zu zocken habe, wenn ich ein bisschen müde bin, Dreams starte und dann einfach mal ein paar Filme, die auf Streams gemacht wurden, gucke. Währenddessen kann ich quasi mich sehr stark auf den Chat konzentrieren. Aber du kannst doch gern jetzt schon Fragen stellen, wenn du willst. Insofern. Ein paar Minuten haben wir noch vor uns, genau. Meine PS4 hebt bei The Division richtig ab. Meine PS4 ist auch so laut geworden. Die PlayStation. Egal, was ich mache. Die pustet raus wie sonst noch was. Die hebt wirklich auch gleich ab. Was ist dieses Yoshi? Wo ist ein Yoshi? Hä? Was ist überhaupt Dreams? Das ist im Grunde ein Tool, mit dem man eigene Spiele machen kann, wenn man will. Und da haben ganz viele Leute ziemlich coole Spiele und Videos und Filme und sowas gemacht mit dem Programm. So, ach so, nee, warte mal, noch nichts. Eins nach dem anderen. Jetzt gehen wir erstmal weg hier. Gehen wir erstmal zu Tom Nook. Ah, Sepolonie, hallo, hallo. Was darf sein, was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Ich habe Lebewesen. Wunderbar. Dann wollen wir mal sehen. In Ordnung. Hier, nimm mal. Ich habe hier Weiß, Kohlweißlinge. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um einen Kohlweißling. Wenn diese Insel so etwas wie einen Kohlweißling beherbergt, wer weiß, was dann noch alles hier zu finden gibt. Ich habe eine Idee, Sepolonie. Ein alter Freund von mir leitet ein Museum. Ich würde ihn gern mal einen Blick darauf werfen lassen. Wärst du damit einverstanden? Auf keinen Fall. Okay. Vielen Dank. Ich werde mich gut um deinen Kohlweißling kümmern. Wie bei Pokémon. Im Pokécenter, wenn man was auf dem PC lagert. Oder Quatsch, ins Zucht, in die Obhut, in die Pension gibt. Oh, bevor ich es vergesse, ganz unabhängig von deiner großzügigen Stiftung möchte ich dir eine neue App vorstellen. Jetzt bin ich aber gespannt. Die Faunapedie. Sie heißt Faunapedie. Eine
Eine übersprudelnde Wissensquelle für angehende Naturforscher wie dich. Cool. Das finde ich gut. Zados, danke fürs Followen. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo. Ab morgen habe ich ein Museum. Ja, ich schätze ich jetzt auch, oder? Na, wenn der so Schmetterlinge fängt, dann macht es doch Yoshi. Ach so, was? Wirklich? Da muss ich mal drauf achten. Ah. Irgendwie pervers, Tiere an Tiere zu traden. Aber Menschen sind doch auch Tiere. Wenn Menschen Tiere traden, dann traden auch Tiere Tiere. Ich glaube, es können auf unserem Planeten nur Tiere Tiere traden. Weil Pflanzen und Pilze traden eher keine Tiere miteinander. Oder so. Ach so, naja, gut. Das reicht ja erstmal. Die heißt Fauna Pet. Achso, das haben wir schon. Mit Hilfe dieser App erfährst du Details über alle Insekten und Fische, die du fängst. Ja, ja. Ich bin sicher, du wirst schon bald unzählige Einträge darin haben. Vielleicht habe ich dann auch eine kleine Belohnung für dich. Wie kann ich dir helfen? Ich will was verkaufen. Sehr gerne. Was hast du im Angebot? Ich hätte hier für dich 8 Kirschen. 8 Kirschen, einen Zitronenfalter, die 2 Dinger hier. Und das war's erstmal. Bitteschön. Oh, da hast du ja einiges für uns dabei. Ich rechne das mal kurz durch. So, insgesamt bekommst du dafür 1580 Sternis. Einverstanden? Einverstanden. Die Firma dankt. Wir hoffen, du beehrst uns recht bald wieder. Oh, bevor ich es vergesse, du hast ja gerade etwas Obst verkauft. Wenn du Lebensmittel verzehrst, kannst du unerwartete Kräfte in dir erwecken. Oh, wusstest du das schon? Du könntest zum Beispiel Felsen zerschmettern oder mit dem richtigen Werkzeug ganze Bäume ausgraben. Wir kaufen Essbares natürlich immer gern an, aber probier es ab und zu auch ruhig selbst. Interessant. Ich glaube, jetzt haben wir wieder genug Meilen für irgendwas bekommen. Achso, hier oben ist es eh. Nee, warte mal. Hä? Angellegende. Nee. Ah, hier. Verkaufen statt Horten. Leichtes Gepäck, so heißt die Zauberformel für ein Leben ohne Altlast. Den ersten Verkauf nicht... Was? Den ersten Verkauf nicht mehr benötigter Dinge unterstützt Nuke Tom mit Ink mit Meilen für die Bonus-Dingsel. Cool. Finde ich gut. Nepo will dir einen Panzer verkaufen. Meinst du ihn hier? Wieso einen Panzer? Ich könnte, warum nicht? Würde ich nehmen. Finde ich lustig. Wenn sich in Chips Kräfte verstecken, werde ich ein Superheld. Ich befürchte, das funktioniert nur mit Früchten. Aber wer weiß. Vielleicht, wenn du Apfelchips oder sowas oder Bananenchips isst. Das könnte funktionieren. Hier waren noch irgendwo Kirschen an dem Baum. Das will ich jetzt nämlich mal testen mit den Superkräften. Ich meine, ich habe jetzt keine Axt und keine Schaufel. Also wahrscheinlich kann ich keine ganzen Bäume ausgraben und so Sachen. Trotzdem werde ich mal eine Kirsche essen. Jetzt steht da eine von 10. Oh nein, da leuchtet was im Boden. Warum habe ich denn keine Do-It-Yourself-Schaufel oder sowas? Das ist so gemein. Jetzt erstmal in unser Haus und bunker da ein paar Schmetterlinge und Fische, damit unser Inventar leer wird. Man kann ja in dem Teil jetzt auch außen dekorieren. Ich kann natürlich auch Schmetterlinge und Fische draußen lagern. Bäume ausreißen und so. Ach so, deswegen. Deswegen Panzer. Ich habe übrigens eine Switch. Ist das nicht toll? Leider kann man mit der nicht wirklich spielen. Man kann nur Klick machen. Und ein Radio. Und ein Feldbett mit Camouflage-Optik. Why not? Jetzt muss ich mal ein bisschen Platz machen. Ich pack mal den großen Barsch aus. Ach so, der präsentiert den nur. Nee, das wollte ich nicht. Platzieren. Ja, ich weiß schon. Warte mal. Da. Boah, ist der groß.
Kann ich da jetzt den Kleinen draufstellen? Das wäre echt cool. Ach, nicht präsentieren. Platzieren, bitte. Mann, ey. Ah. Das Schaufelrezept bekommst du von Eugene. Ah, von Eugen, also erst morgen dann wahrscheinlich. Na gut. Das hört sich gut an. Ich pack den großen Barsch an. Aus. Hä? Nehmen wir die Karausche. Platzieren. Ja, das funktioniert. Oh, wow. Ich kann die voll stapeln. Die sind ja beide so groß. Damit habe ich nicht gerechnet. Die haben aber sehr kleine Aquarien dafür, dass die so riesig sind. Kann ich die jetzt auch beide verschieben? Tatsächlich. Die sind jetzt ein Möbelstück, die zwei. Die Armen. Mal ein bisschen umstellen hier. Na. Nee, falsche Richtung. Ah, da komme ich nicht durch. Dammit. Okay, warte, machen wir es leichter. So. So, Fischis, kommt mal her. Ich muss hier noch sehr viele Schmetterlinge lagern bis morgen. Oder vielleicht sogar noch länger. Deswegen müssen wir hier mal ein bisschen Platz machen. Wie soll denn das mit der Zeltschräge funktionieren, dass ich die hier aufstelle? Naja, so ein Zeltplan ist dehnbar, oder? Das wird schon passen. Dann werde ich jetzt die Switch, wie sich das gehört. Schade, dass wir kein... Oh nein. Schade, dass wir kein Nachtkästchen haben. Ich hätte wahrscheinlich schon Fisch als Nachtkästchen benutzen können. Vielleicht geht es auch mit dem Schmetterling. Aber Schmetterlinge sind kleiner wahrscheinlich. Nein, ich verdrück mich dauernd. Da. Schauen wir mal. Den Großen vielleicht mal. Den Schwalbenschwanz. Kann ich da jetzt die Switch draufstellen? Das fände ich gut, wenn ich mich nicht dauernd verdrücken würde. Nein. Oh Gott. Hilfe, hör doch auf. Okay, Achtung. X, nicht Y drücken. X drücken. Danke. Und jetzt platzieren und nicht präsentieren. X, genau. Dankeschön. Oh, die Merlin sagt mir gerade, ab morgen herrscht in Bayern Ausgangssperre. Naja, ich habe eh nichts vor. Tja, das ging schneller, als ich dachte jetzt. Nintendo Switch platzieren. Es funktioniert. Gut, dass wir mit Animal Crossing beschäftigt sind. Wir haben genug Auslauf damit. So, jetzt passt auf. Dann stelle ich hier noch einen Kohlweißling hin. Ah ja, der ist tatsächlich viel kleiner. Kann ich da jetzt zum... Verdammt. Konzentrationsmangel am gefühlten Streaming-Anfang. Das ist Normalzustand bei mir. Das ist quasi noch kein Mangel, wenn man von mir ausgeht. Das ist normal. Ah, schade. Hier kann ich nichts mehr drauf platzieren. Wahrscheinlich doch zu klein. Naja, macht dir nichts. Dann stellen wir hier mal... Warte mal, vielleicht... Ah, ja, komm noch mal her, Kohlweißling. Dann stellen wir hier nämlich noch den zweiten Schwalbenschwanz mal hin. Warum eigentlich zwei? Ich brauche gar nicht zwei. Ich könnte ihn verkaufen. Frag mich zwar, was die dann damit machen, aber gut. Hilfe. Okay. Platzieren. Na gut, soweit so gut. Dann stellen wir unsere Laterne noch auf. Wenn die als Möbel zählen, kriegen wir nämlich auch schon wieder Stuff dafür. Und das Radio platzieren wir einfach hier im Eck noch. Machen wir gleich an. War sehr leise. Das Radio ist an, anlassen. Oh, jetzt kann ich gar nicht mehr ins Bett, oder? Naja, Schlafen wird überbewertet.
Nee, ich will doch ins Bett gehen. Ich habe es mir anders überlegt. Ich will theoretisch ein Bett haben, das ich benutzen kann. Sein muss. Ah ja, so geht's. Okay, das ist gut. Später kriegt man so einen Einrichtungsmodus, wurde im Trailer schon gezeigt. Da wird das Einrichten dann sehr viel komfortabler, aber bis jetzt ist es noch sehr oldschool. Okay, Radio an, damit die ein bisschen Unterhaltung haben. Es läuft KK House. Yeah. Sehr leise. Ich freue mich schon, wenn wir eine große Anlage haben. Und einen Karton haben wir vorher natürlich noch bekommen. Ah, den könnte ich wieder als Tischchen benutzen, ne? Ah. Mann, oh. Dann platzieren wir hier den Karton. Auf den Karton. Das Radio? Ah, da unten. So. Gut, na also. Da oben wird jetzt da und angezeigt, 1 von 10 Früchten. Muss ich 10 Früchte essen, damit irgendwas Tolles passiert oder so? Ich glaube nämlich irgendwie schon, oder? Essen wir mal 10. Es gibt ja genug Kirschen. Eine essen. Ich kann aber immer nur eine essen. Naja, aber jetzt sind es wirklich 2 von 10. Na, dann machen wir das mal. Ist ja okay. Corona-Ferien. Ich glaube wirklich, so beängstigend, dass jetzt in der Situation für viele ist und so weiter, in 20 Jahren werden die Erwachsenen nostalgisch zurückblicken auf die Corona-Krise und werden sagen, ach, weißt du noch damals, als wir 2 Monate Ferien hatten, einfach so. War das nicht toll? Als Kind romantisiert man ja Sachen. Ich glaube, jetzt so die kleinen Kinder, die sind dann später so nostalgisch verträumt, wenn es um Corona geht. Für die ist das wahrscheinlich so ein Begriff von, ach ja, das war schön. Das waren schöne Zeiten. Glaube ich wirklich. Bin ich gespannt.